Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. So, erstes Gimmick. Ja, heute im Titelmenü wieder hier, weil ich euch was zeigen möchte. Das habe ich beim guten Dad gesehen. Wenn ich hier aufs E klicke, wenn ich hier anklopfe, dann öffnet sich das gleich hier. Und passt auf. So, jetzt hier. Servus, grüne Männchen, ein Elchen. Und was ich selber rausgefunden habe, wenn ich hier an den Blättern hier drücke, wenn ich da vermehrt einfach hier, kommen hier auf einmal solche Äpfel hier. Und es regnet hier halt bunte Blätter hier raus. Das ist auch sehr lustig. So, jetzt gehen wir mal weiter. Tag 4, das können wir doch mal löschen hier, ja. Ja, okay. Das war das Test, wo ich da ein bisschen Setting getestet habe. Da wollen wir weitermachen. Sonst verwirrt mich das immer die ganze Zeit hier. So, wir stehen frisch auf. Haben gerade Steine in der Hand. Okay. Donnerstag, der vierte. Tun wir die Geode weg. Ach, das ist ein bisschen blöd ab und zu. Nee, ich muss natürlich hingucken. Ach, Leben von Land gibt es heute wieder. Wetterbericht. So, wie wird's denn morgen? Den ganzen Tag klar und sonnig. Okay. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp. Spitzt die Ohren. Eine Meldung an alle Leute im Sternentautal. Schaut euch südwestlich der Stadt nach Frühlingszwiebeln um. Wo der Fluss im Meer mündet, hin und wieder könnt ihr eine Menge von ihnen dort finden. Frühlingszwiebeln. Interessant. Wahrsager, mal gucken, was der sagt. Willkommen bei Velviks Orakel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Okay, wenn du das sagst. Und wenn es nicht so ist, dann gibt es Ärger. Ja? Unser Feld zerfällt anscheinend immer wieder ein bisschen. Und ich habe jetzt mal unseren Mod hier, unseren Time-Mod hier hoffentlich richtig eingestellt. Ja, genau. Ich habe jetzt 10 Minuten, 10 Sekunden gemacht. Das musste ich jetzt in der Config-Datei nochmal ändern vom Mod. Ja, wo ist meine Gießkanne? Halt, in der Kiste hier. Steine packe ich hier mal rein wieder. So, dann müssen wir hier mal da händisch gießen. Es regnet ja heute nicht. Es gibt ja auch irgendwann solche Sprinkler, habe ich gesehen, wo man dann das Feld bewässern kann mit. Wie das dann allerdings funktioniert, weiß ich nicht. Ja, schauen wir halt mal. Hoppla, das war daneben. Aber wenn man dann ein Riesenfeld hat und das hier alles händisch bewässern muss, das wird ja schon wirklich strapaziös hier. So, dann tun wir gleich wieder auffüllen hier. Und wegpacken können wir es auch gleich wieder. Alt. Ah ja, die Kiste gießen, genau, die war dreckig. So, wie gesagt, die Hacke bestellt den Boden, Sense. Ja. Ich möchte das eigentlich alles halt weglegen, das ist ja das Sache hier. Ich möchte eigentlich die ganzen Werkzeuge behalten, so wie sie jetzt sind. Weil, wenn ich dann wirklich mal was hier abnehme. Oh, unsere Energie ist ziemlich voll, das ist super. Wir sind ja auch früh schlafen gegangen. Sag mal, buche das Zeug eigentlich nach oder wie schaut das aus? So, wir könnten ja hier doch mal ein bisschen Ordnung schaffen. Also, das sieht doch ziemlich wüst aus. Wenn da die ganze Zeit nichts gemacht worden ist hier. Auch wenn wir jetzt so gut auf der Energie gerade sind. So, komm. Witch. Ja, wir haben, glaube ich, immer noch nicht alle Leute kennengelernt. Sonst wäre doch da wieder was aufgeploppt. Ja, die einen Dinger, die Büschel sehen halt immer aus wie so Salatpflanzen, finde ich. Hoppla. So, das ist wirklich halt auch so wie im DS-Spielchen da. Ja, da hast du auch erstmal alles hier freiräumen müssen und so. Ja, mal schauen, wenn wir noch später Tiere haben, wie es dann ist, ja. Ob man die auch streicheln muss, damit die dann fröhlich sind und so, damit die bessere Erträge geben. Das schauen wir mal alles so irgendwie. Ja, und ich freue mich schon, wenn ich eine bessere Axt habe. Dann kann man nämlich hier die großen Stümpfe wegmachen. Ich hoffe mal, dass wir auch irgendwann mehr Energie haben. Moment, schaut es echt gut aus. Da haben wir 228 noch. Bleibt noch, also wenn wir mit der Sense arbeiten, gleich verbrauchen wir nicht so viel Sprit hier.
Oder gar nichts. Also mit der Maustaste halten, das geht nicht. Oh, das ist ein Monster, ein Schmetterling. Nee, der macht uns nichts. Ja, Minenarbeit wird auch interessant sein, weil es gibt es auch, habe ich schon gesehen, beim lieben Dad. Soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Ja, es ist einfach so, man ist nie gleich. Also, dass der Spiellauf immer gleich ist. Ja. Was ich jetzt auch schon so leider Gottes gelesen habe. Naja gut, ich wollte es eigentlich wissen, ob das ein endloses Spiel ist oder nicht. Das Spiel geht endlos, aber die Story... Oh, ein Frosch. Die Story... Die geht anscheinend nur 3 Jahre lang oder so. Aber ansonsten kann man danach einfach weiterspielen. Es passieren halt keine neuen Ereignisse mehr, so wie ich das verstanden habe. Ja, so viel dazu. Ich meine, das wissen bestimmt eh schon die meisten, weil das Spiel gibt es ja schon eine ganze Weile und es haben auch schon viele gespielt oder Let's Played halt auch und gestreamt, weiß der Kugri. Und das ist eigentlich kein Geheimnis mehr, würde ich mal sagen, oder? Ja, wenn nicht, shame on me, aber das ist ja mal so erwähnt, einfach mal, jetzt, dass ihr das so wisst. Also, nee, wenn ich mal Sensor arbeite, da brauche ich anscheinend kein Energie. Blub, blub. Jetzt gucken wir mal, wie das mit den 10 Sekunden mit 10 Minuten hier läuft. Ja, das meine ich halt. Das Feld hier zerfällt immer wieder. Das ist eigentlich ein bisschen blöd. So, jetzt setzen wir mal hier die Saat hier noch dazu. Warte mal, ich habe doch das schon mal gesetzt, oder? Hä? Ach, das ist da unten hingekommen. Na, egal. So, jetzt brauchen wir nochmal unsere Gießkanne. So, plopp. Da müssen wir hier noch ein bisschen gießen. Lalalala, immer schön gießen. Ups, das war daneben. Dahin. Und gleich nochmal nachfüllen. Kann man eigentlich auch Seerosenblätter angeln oder so? Oder rausholen? So. Pflanzenphasen. Ich weiß nicht, für was wir die brauchen werden. Herstellung. Wilde Saat. Aus einem wilden Märchen, Narzisse, Lauch, Löwenzahn kann man so eine wilde Saat herstellen. Okay. Ein Müsliriegel aus einer Eichel, Ahornsamen und Kieferzapfen. Kann man sich so einen Riegel herstellen? Ist interessant. Es wäre auch gern mal interessant, wenn man wüsste, was der jetzt zum Beispiel an Preis bringt. Ich habe zwar diesen Mod drauf, dass ich hier sehe, was das so bringt. Aber ja, momentan weiß ich nicht. Ah, und hier wird das, was wir mal gefunden haben hier, wird hier dargestellt. Okay. Alles klar. Fische. Ja, Apropos Fischen, wir müssen noch fischen, kochen, das machen wir irgendwann. Erfolge. Alles klar. Hier gibt es jede Menge Sachen hier zu sehen. Nee, aber ich glaube, wir tun die Pflanzenfasern mal wieder hier rein. Das Holz möchte ich, wie gesagt, eigentlich aufbewahren. So, die Geode. Oh, da muss ich mal bis 16 Uhr da. Ja, das machen wir gleich, bevor ich jetzt hier. Warte mal. Lieferung. Bringe herrliche Karpfen. Ah, das kann ich immer machen. Oder? Erster Tag. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das dauerhaft machen können. Das wäre ein Häschen gewesen. So. Ich bin fest entschlossen, heute meine Klamotten zu sortieren. Ich werfe alle Vorjahresmodelle weg, um Platz für Neues zu machen. Okay, mach das. So. Da ist wieder der gute Louis. Hat der was zu erzählen? Hey. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Münze in die Jukebox. Hey, okay. Ich mag es, mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen und auf den neuesten Stand zu kommen. Ach so, kommst du bei mir auch vorbei? Wer ist denn das? Ach, wieder der. Hallo, Legolas.
Geht es dir gut? Ja, doch. So, ciao, ich muss mal weiter, sonst macht der Schmied wieder zu, bis ich dort bin. Ja, muss ich hier immer ein bisschen überlegen, was man macht am Tag. Warte mal. Jetzt gucken wir doch nochmal in der Mülltonne nach. So, solange niemand da ist und guckt, ist es ja in Ordnung eigentlich, sonst machen sie wieder I. Na? Okay, nö, nichts drin. So, zum Schmied. So, was haben wir denn hier? Ein professioneller Schmelzofen. Blick hinein zeigt geschmolzenes Metall, das vor sich hin blubbert. Und ein Amboss. Klints Qualitätsamboss besteht aus einer Iridiumlegierung. Okay. Ein Stapel von Plänen zur Metallbearbeitung. Okay, okay, okay. Was haben wir denn hier? Nix. Was ist das hier eigentlich? Kann man nicht lesen. Schade. So, Klint. Das Geschäft läuft in letzter Zeit etwas langsam. Okay. Du solltest deine Werkzeuge verbessern. Ich könnte das Geld gebrauchen. Ich brauche selber Geld, Junge. Du bist mir gut. Was haben wir denn hier? Es ist voller Ruß. Nee, den wollen wir nicht haben. So, laden, Werkzeug, Geode aufbrechen. Ja, wir wollen die Geode aufbrechen. Lege einfach deine Geoden auf meinen Amboss, dann hau ich drauf. Der Preis ist 25G pro Geode. Okay. Pam. Wie 5 Steine. Na, das war ja jetzt toll. Ja, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Aber wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir mal kurz hier. Steinkerne verkaufen. Kupfererz. Golderz 2. Kohle 150. Vielleicht kann ich das dem ja verkaufen. Vielleicht kriege ich da ja mehr raus. Das wollen wir mal sehen. So. Ja komm, jetzt gehen wir uns einfach mal hierher und fischen. Ich habe jetzt den Easier Fishing Mod drauf gemacht mit 75% Schwierigkeitsgrad bloß. Oder war das noch leichter? Ja, wir werden es gleich sehen. Weil mir war das einfach zu huschig hier. Ich habe das ja nie gepackt, hier den Fisch richtig zu angeln. Grünalge, na toll, dankeschön. Pum, ja, ich schaff's nicht, Maximum. Hüb. Und? Na? Lalalala. Ja, was wollen sie? Karpfen oder was wollen sie haben? Ah, Treffer. Naja, gut, also, entweder funktioniert es nicht oder, ja, ich weiß auch nicht. Oder ich habe die falsche Datei genommen. Ja, angeblich sollte da weniger Bewegung machen. So, ein Schwarzbarsch, Länge 38 cm, wow. Okay, dein Süßwasserfisch, der sehr empfindlich gegenüber Umweltverschmutzung ist. Max. Okay, das bringt jetzt was. Also das Angeln, wie gesagt, ist eine Physik für sich. Da muss man sich ziemlich konzentrieren, also zumindest ich. Mir fällt das nicht leicht. Müll. Na toll, dankeschön. So. Vielleicht ist am Meer auch andere Fische. Mal schauen, ey, wer war denn das da unten? Ach, Grünalge, warte mal, Moment. Ich muss mal kurz da hinterher, wer das ist hier. Müssen wir mit dem reden. Ups. Ja, ich schüttel ein bisschen. Was? Hey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Oh, das war auch der letzte anscheinend. So, Sammy, du bist also. Mehr hat er nicht. Okay. Wie man Freunde gewinnt. Jemand Geschenke zu machen ist ein großartiger Weg, um Freundschaften aufzubauen. Lerne die individuellen Geschmäcker der Leute kennen. Und du wirst in kürzester Zeit beliebt sein. Jemand ein Geschenk machen. Ja gut, ich weiß ja nicht, was zum Beispiel er will. Also, das haben wir aber jetzt auch schon gemerkt. Manche mögen zum Beispiel nicht wirklich Blumen. Und jetzt möchte ich noch was probieren hier am Meer. Was haben wir da? Fragezeichen.
Mit 300 Stücken Holz könnte man das hier reparieren. Und dann kommt man hier rüber und kann Muscheln sammeln. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier vom Strand aus angeln können. Utsch. So, ich hoffe, dass ich das einigermaßen hinkriege. Treffer. Na. Ah. Ah, verdammt. Das ist einfach zu frickelig für mich. Also, trotz des Mods, wo ich das jetzt da rein habe. Ja, oder ich probiere mal noch einen anderen aus. Ich verlinke die natürlich immer in der Beschreibung, so wie es möglich ist. Treffer. Ah, der bleibt gerade hier unten. So. Ja, wenn es so ist, dann ist er recht gut. Nein. Ja, das ist auch blöd, wenn es dann so plopp, plopp, plopp macht. Nee, also ich glaube, da hat sich nicht so viel geändert jetzt. Na komm, ja. Was haben wir? Ein Hering. Einen Hering. Ein gewöhnlicher Ozeanfisch. Ja, es ist halt interessant, was es wo gibt. Hä? Ja, schon wieder natürlich war ich die Zeitung. Moment. Mülleimer. Mülleimer. So klump brauchen wir nicht. So. Vielleicht müssen wir auf die Tageszeit auch achten. Ich möchte wissen, wo es Barsche gibt. Im Meer wahrscheinlich schon, oder? Also hoffe ich zumindest. Na? Treffer. Und der entkommt, das habe ich schon ein Gefühl irgendwie. Warte, jetzt wenn er bleibt, okay, alles gut. Hering. Ja, da gibt es Heringsalat mal später. Vielleicht mal eine andere Stelle oder so nehmen. So, mal hier. Hä? Ach, das geht nicht. Oh, was ist denn das? Eine Kegelschnecke? Eine Miesmuschel. Ein gewöhnliches zweischeichiges Weichtier, das in Gruppen lebt. So, dann machen wir mal hier vom Steg. Vielleicht gibt es hier auch bessere Fische, weil hier das Wasser dunkler ausschaut. So. Wir warten. Ganz gespannt auf den Fisch. Na, hallo. Treffer. Ah, da ist eine Schatztruhe, okay. Na. Ah, jetzt haben wir den Schatz. Ich habe gedacht, ich muss da schauen, dass der Fischer da hinkommt. Dass wir das einsammeln. Jo, perfekt. Eine Sardine, 3 cm. Und was haben wir drin? Was ist das? Köder. Na toll, da können wir jetzt wieder nicht. Ah, toll. Ach komm, das schmeißen wir mal raus hier. Oder nee, die Steine, die können wir immer wieder. So, und wie funktioniert das jetzt? Lässt Fische eher anbeißen. Muss ja seine Angel angebracht werden. Wie geht das jetzt? Wie mache ich das? Hä? Wie bringe ich den Köder an der Angel an? Hm. Das, wenn ich jetzt wüsste. Warte mal, wir essen mal diese Grünalgen hier. Ja. Damit wir dann Plätzle frei haben zum Angeln. Ja, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ups, ja, das geht nicht. Ah, Köder lässt Fische eher anbeißen. Ja, servus. Murmel, Murmel, wie ich würde meine Gedanken verraten, aber die sind fischgeheimisch, okay. Hm. Ja, der fischt jetzt auch mit, okay. Treibholz, na ganz klar.
Ein Stück Treibholz aus dem Meer, das ist Müll. Das können wir ihm schenken. Das ist natürlich Mülltonne. Ups. Warum ist da ein Stern dran? Aber wie geht es mit den Ködern? Am Wasser benutzen, aber... Also man kann hier mit der rechten Taste es auswählen. Warte mal, Optionen. Ja, aber da sehe ich da nichts dran, oder? Hm. Ja, ich weiß nicht, wie das geht mit den Ködern. Oder kann ich ihm welche schenken? Nee, das machen wir nicht. Max! Jawohl. Ich habe keinen Plan. Vielleicht kann man das ja der eine oder andere verraten, mal irgendwann in den Kommentaren. So, und? Treffer! Ja doch, der Fisch bleibt unten. Gut, das ist immer gut. Na, jetzt... Jetzt gehe ich nach oben. Ja. Jawohl. Und was haben wir? Eine Sardelle. Neuer Rekord. 10 cm. Na komm, wir machen mal glatt weiter hier. Flutsch. Er kriegt immer so einen roten Kopf beim Angeln hier. Ja, ich weiß wirklich nicht, wo es Barsche gibt. Das würde ich gern wissen. Treffer. Ja, das Problem ist jetzt allerdings, wenn ich jetzt einen neuen Fisch habe, vor allem die Box, wenn ich ziehe, ja, da kann ich wieder was wegwerfen. Na? Ja, vielleicht kriege ich es jetzt langsam raus mit dem Angeln. Ja, und das öfters macht. Nein. Schade. Ah, jetzt habe ich auch die Truhe nicht gekriegt. Naja, egal. Können wir jetzt eigentlich in den Laden rein? Es ist verschlossen. Ah, so. Der hat nur beschränkte Öffnungszeiten. Jetzt wollte ich dir Fisch verkaufen. Kann ich dem vielleicht eine Miesmussel schenken? Ein Geschenk. Danke. Okay. 100 Gold. Jemand schenkt mir. Okay, lalala. Jawohl. Fertig. Ah, müssen wir hier reinklicken. Jawohl. Naja, komm, wir angeln nochmal weiter. So, ich klaue jetzt deine Fische. Ja, Mist, ich hätte das... Die Fische möchte ich verkaufen, aber jetzt ist es halt schon wieder zu spät. Ja, muss halt immer auf die Ladenöffnungszeiten achten. So, kriegt man nochmal einen Treffer. Lalalala. Pupp. Ah, Seetang. Das können wir gleich essen. Ja, ist gesund. Knacks. Blub. Lalalala. Also ich weiß wirklich nicht, wo es Barsche gibt. Treffer. Ja, Fisch, bleib mal ruhig hier. So. Ah, ich muss mich da konzentrieren, da kann ich groß ewig reden hier. Ja. Ja. Und Hering. Okay. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Haufen Heringe. Es bringt uns nicht viel. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder heim. Da ist, wie gesagt, auch so eine Eulenstatue. Also was die bringen, das ist mal noch jemand verraten. Wird vielleicht später irgendwann mal wichtig. Und da wird man irgendwann auch noch reinkommen in die Sewers. Mal schauen. Gut, ich weiß ja nicht, wie sich die Story hier gestaltet. Ob man da auch einiges verpassen kann, wenn man rechtzeitig ist. Ich weiß halt, wie lang die Jahreszeit geht hier. Also wie lang ein Jahr ist hier.
So, auf jeden Fall wird es dunkel. Da kommen auch schon die Grillenzirpen hier. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht mehr ins Dings rein, in den Pub jetzt hier. So, also was ich auch gelernt habe, man soll immer sein Inventar leer machen. Die Köder, ja, puh. Packe ich mal da rein, die Narzissen packe ich jetzt auch mal hier rein. So, oder? Ach komm, die verkaufen wir mal, wir brauchen ein bisschen Geld. Nein, hier kann ich nicht angeln. Narzissen hier rein, okay. Hat man hier, könnte man noch ein bisschen angeln, oder? Wir haben ja noch Energie da. So in einem kleinen Weiher, vielleicht gibt es hier auch Fische. Mal schauen, oder kriegt man hier eine Unrat? Jawohl. Ah, wieder eine zerbrochene Brille. Aber die ist ja Müll. Sieht so aus, als hätte sie jemand verloren. Komplett kaputt. Ja. Weg damit. Ich hab doch... Na egal. Anscheinend muss ich okay drücken, damit das bestätigt wird. Hm. Eine Joja-Cola. ich glaube, hier gibt es keine Fische in dem Tümpel hier. Lalalala, pam. Müll, dankeschön. Hier gibt es keine Fische. Ja, durchweiche Zeitung. Nee, Leute, da brauchen wir nicht weitergehen hier. Jetzt will ich doch nochmal die Kiste hier. Ach, ich habe bloß eine rein. Okay. Das war das Problem. Ich habe nur eine in die Kiste gelegt. So, da unten war doch auch noch ein Fluss hier oder ein Weiher. Vielleicht gibt es hier ja was. Ja, da kommen wir nicht durch. Dann gehen wir mal so rum. Blub. Ah ja, es kann sein, dass man halt hier im Fluss, in dem See nichts kriegt. Oder wie Müll halt nur. So, na. Wie schaut's aus? Ja, Müll. Nee, also. Im See kriegt man nichts hier. Wir müssen schon an den Fluss ran. Kein ständig Müll sammeln. Das ist blöd nämlich. So, hier probieren wir es nochmal. Lalalala, das könnte schon besser werden. Ah, es ist Grünalge. Plopp. Ja, ich möchte mal wieder einen Fisch. Ja, ich mache hier 30 Minuten Folgen. So. Und es wird immer dunkler und dunkler. Vielleicht beißt jetzt auch nichts mehr an. Weiß nicht, ob die Fische hier... Oh, was ist denn das? Irgendein Vogel fliegt hier rum. Ja, wer angelt so spät um 11 noch hier im Weiher hier oder im See oder im Fluss? Ist auch irgendwie witzig, ne? So, schau mal an. Und? Schon wieder eine Brille. Ich glaube, da kriegt man auch nichts. Wir müssen wirklich ans Meer oder an den Fluss, um Fische zu kriegen. Ja, und wegen den Ködern muss ich mich unbedingt mal schlau machen, wie man die anwendet. Vielleicht ist auch die Angel dazu zu schlecht. Na? Was ist denn das? Eine zerbrochene CD. Na toll. Eine Joja.net 2.0 Test-CD. Sie müssen Milliarden von diesen hergestellt zu haben. Es ist... Ja, Müll halt. Mülltonne. 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 Sortieren, so. Ah, servus. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Shane, sei doch mal nicht so unfreundlich hier. Also, ich will nur nett sein zu den Leuten und so dankt man mir das. Also, echt.
Es wird spät. Ja, ich gehe schon heim. Es wird null. Wenn man vor zwei, glaubt, nicht im Bett ist, dann bricht man auch zusammen vor Schlaf, also vor Müdigkeit. Und dann kommt wieder der liebe Onkel Doktor, stellt einem ja das jetzt in Rechnung und ja. So. Na gut, dann gehen wir mal wieder in die Falle. So, ja, dann würde ich sagen, gute Nacht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch recht herzlich zum Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, Legolas. Tschüss.